Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und heute rede ich über das Thema Impfung macht nicht frei. Jetzt gucken Sie, wa? Ja, weil letztens habe ich ja noch das Gegenteil thematisiert, aber das war ja gar nicht mein Thema. Das war ja einfach nur das Thema von Markus Söder, der uns erzählen möchte, dass es frei macht. Aber jedes halbe Jahr wieder eine neue Spritze mit irgendwelchen Adjuvantien, die wir nicht kennen, deren Wirkungen wir nicht kennen, deren Wirkungen noch nicht mal der Hersteller kennt, hat Pfizer jedenfalls in den Vertrag so reingeschrieben mit der EU. Das kann eigentlich nicht gut sein. Das ist zumindest grob fahrlässig und unvorsichtig, ne? Und anderen dann auch noch so etwas zu empfehlen, ist ja noch unvorsichtiger und fahrlässiger. Und das kann man ja nur machen, wenn man sich vorher abgesichert hat in irgendeiner Form, dass man für diese Empfehlung dann nicht möglicherweise im Knast landet. Ja. Also ich würde niemandem sowas empfehlen. Also da müsste ich schon ein bisschen mehr an Belegen haben, dass das alles völlig ungefährlich ist. Aber jeder, der in seinem Bekanntenkreis so ein bisschen so wirklich die Augen und Ohren offen hat, der sieht und hört da so einiges, was zumindest verdächtig erscheint, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also so frisch Verstorbene in Nähe zur Impfung oder Schlaganfälle in Nähe zur Impfung oder naja, diese ständigen Beinschmerzen und Finger, die man nicht bewegen kann, wie bei Eric Clapton und sowas. Ich habe das schon häufiger mal gehört, ne? Aber wenn das alles Verschwörungstheorien sind, ne, dann möchte ich mich dafür natürlich entschuldigen. Aber ich denke schon, dass wir als aufrichtige, ehrliche Bürger auch unseren MitbürgerSternchen-Innen verpflichtet sind, diese Beobachtungen mitzuteilen und ganz deutlich auch zu benennen. Ja? Und wenn ich dann mir so angucke, was da wieder an Schindluder getrieben wird, so mit diesen komischen Ampeln und letztendlich alles das, worum es eigentlich geht, die Krankenhäuser nicht zu überlasten, tatsächlich überhaupt gar kein Thema mehr ist. Ne? Weil wir haben viel bessere Behandlungen inzwischen für Corona-Patienten, sodass sie besser, schneller behandelt werden können. Wir haben viel weniger von denen. Krankenhäuser sind nicht überlastet. Für mich würde sagen, wenn ich jetzt so Kandidat einer Partei wäre, dann würde ich jetzt sagen, Leute, wir schaffen diesen ganzen Pandemie-Quatsch einfach jetzt mal ab. Ne? Also weil hat doch jeder ein Impfangebot erhalten, konnte doch jeder damit tun und lassen, was er wollte und jetzt fängt das volle Leben wieder an. Ne? So. Also alle Argumente, die ich bis heute gebracht habe, sind nicht weniger gewichtig als heute. Und gut, über die Art und Weise, wie ich es gebracht habe, da kann man vielleicht streiten, aber auch nicht wirklich. Das ist alles gedeckt durch die Meinungsfreiheit. Und wenn man weiß, dass so meine Wurzeln mütterlicherseits, so großmütterlicherseits oder davor irgendwo in Frankreich lagen, da wo heute die Gelbwesten toben, ne? Und so die Wurzeln väterlicherseits wahrscheinlich eher bei den Mongolen irgendwo lagen, die dann irgendwann in Ostpreußen landete und der dann, ne, also da kommt schon etwas bei raus, was sich dann Rüdiger nennt. Und dieser Vorname steht für der ruhmreiche Speerwerfer, ne? Okay, jetzt habe ich Pfeil gezeigt, aber gut, Speer. Zack, und der sitzt dann halt manchmal. Und immer wenn ich ins Schwarze getroffen habe oder treffe, dann schreien die anderen auf und sagen, oh, der Böse, der hat hier etwas gesagt. Ja, ich habe was gesagt und ich sage auch weiterhin etwas und ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten. Ich bin durch und durch Demokrat und die anderen kriegen verbal eins in, ne? So, und jetzt dürfen sie den Satz zu Ende schreiben und mir wieder aufs Butterbrot schmieren und ich darf dann mal wieder darüber grinsen. Ja, weil nur absolute, verbohrte Extremisten möchten, dass ich den Mund halte. Alle anderen freuen sich darüber, wenn ich was sage. Denken darüber nach und denken, Mann, der Rüdiger, der hat jetzt aber mal so richtig schön ins Schwarze getroffen. Oder ins Fettnäpfchen getreten. Aber auch das darf man natürlich, wenn sie so 50-50 liegen, das wäre ja normal. Müssten sich auch keine Sorgen machen. Meine Trefferquote ist ja weit höher, ne? Weil ich ja ein bisschen vorsichtig bin.
weil ich ja gemäßigt bin, weil ich ja immer nur das sage, was ich auch wirklich weiß und die Kritik dort ansetze, wo sie hingehört und den Pfeil dann oder den Speer ins Schwarze befördere. Und das werde ich natürlich auch weiterhin tun. So. Und da dürfen sich keine Politiker einmischen. Und natürlich auch keine Arbeitgeber. Und natürlich auch keine Medien. Weil Medien mache ich ja selbst jetzt. Ne? So. Ich habe mal überlegt, wie müsste ich denn mein Medienunternehmen nennen? Rüdiger Bormann in Berlin. Und das kürze ich dann einfach ab mit RBB. Ach nee, das gibt's ja schon. Das geht ja nicht. Ne? Also, dann wäre ich ja der Neue und das andere Ding wäre der Alte. Aber ich glaube, das lässt er sich nicht gefallen. Also, und daher, wir wollen ja alle noch ein bisschen Spaß miteinander haben. Ich sage dann mal ganz vorsichtig Tschüss. Und ab und zu mache ich ja auch noch gerne mal einen Gag. Okay, schönen Tag noch.